Genau, ich freue mich auch eigentlich heute noch vorzutragen, weil ich doch an einiges anknüpfe, was wir heute Vormittag schon gehört haben und vielleicht einfach ein bisschen mehr Praxis aus einer Gärtnereisicht da zugeben kann. Ich möchte mit einem übersetzten Zitat der Nationalen Ressourcenschutzbehörde aus den USA beginnen. Und es läutet: Die Bodenbearbeitung ist das Äquivalent eines Erdbebens, eines Tornados und eines Waldbrandes, die gleichzeitig in der Welt der Bodenorganismen auftreten. Einfach ausgedrückt ist die Bodenbearbeitung schädlich für den Boden. Klingt sehr plakativ, aber ich möchte ein bisschen Hintergrund anschauen, warum Bodenbearbeitung so schädlich für unseren Boden ist. Und da wir als Landwirte und Gärtner uns natürlich nicht nur mit Naturschutz beschäftigen dürfen, vielleicht werde ich auch ein bisschen aus unserer Praxis erzählen, wo wir bei minimaler Bodenbearbeitung oder maximale Bodenruhe, wie ich es gerne nenne, produktiv noch anbauen. Zu Konsequenzen der Bodenbearbeitung. In Deutschland, und Deutschland steht weltweit überhaupt nicht schlecht da, auf intensiv genutzten Ackerflächen liegt laut der Bundesverband Boden der Bodenerosion durchschnittlich bei 20 Tonnen pro Hektar pro Jahr. Und bei Starkregenereignissen, wie wir heute Vormittag auch gelernt haben, steigt die Zahl natürlich enorm. US-Oberboden vor intensiver landwirtschaftlicher Nutzung hatten 6-8% organische Substanz. Heute liegen die Werte optimistisch bei 1-2%. Und das ist absolut ein globales Muster. Das ist jetzt nicht einzigartig, besonders in den USA, nur relativ schnell dort passiert. Laut Dr. Ratan Lal von Ohio State University haben wir global gesehen schon 2/3 der Gesamtkohlenstoff unserer kultivierten Böden verloren. Und das fast alles in den letzten 100 Jahren. Das bedeutet natürlich, bei gleicher Bewirtschaftung bleiben uns keine weiteren 100 Jahre so zu arbeiten. Ganz grob, bei der Bodenbearbeitung verkleinern wir natürlich die Bodenaggregate. Wir produzieren mehr Oberfläche. Und durch das Mischen mit Luft lösen wir dann N2O und Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Und nicht nur sind das zwei sehr klimaschädliche Gase, aber auch für die landwirtschaftliche Nutzung eigentlich zwei sehr wichtige Elemente, nämlich Stickstoff und Kohlenstoff. Die wollen wir eigentlich als Landwirte im Boden haben. Bodenbearbeitung, das haben wir auch schon mehrmals jetzt heute gehört, ist schädlich für den Bodennahrungsnetz. Auf Makro- sowie mikrobieller Ebene zerstören wir ein Habitat. Und durch das Zerkleinern von den Bodenaggregaten wird das Wasserspeicherkapazität auch enorm verringert. Also von den Starkregenereignissen haben wir ja schon gehört, aber jedes Prozent verlorene organische Substanz pro Hektar bedeutet ca. 130.000 Liter weniger Wasserspeicherkapazität. Boden erhalten aber auch mehr Kohlenstoff als alle Pflanzen und die Atmosphäre zusammen. Also der Potenzial vom Boden Kohlenstoff zu verlieren, aber auch zu speichern, ist daher immens. Pro Hektar speichert 1 Prozentpunkt mehr Humus 100 Tonnen Kohlenstoff. Und laut der Böll-Stiftung trägt die Landwirtschaft gerade mit 1/3 zum menschengemachten Klimawandel bei. Und eine ganz interessante Metastudie von der EUUN, wo über 2000 verschiedene Studien zusammengefasst wurden, wurde ganz klar gezeigt, dass Landwirtschaft der größte und kostengünstigste Minderungspotenzial von Klimagasemissionen hat, wenn verglichen mit vielen anderen Sektoren wie Energie, Müll, Abwasser, Kühlung und so weiter. Grafisch zu sehen, also das ist von einer amerikanischen Langzeitstudie, in der No-Till-Methoden zu Pflug verglichen wurden. Die haben auch Chisel, also das ist Tiefenlockerung mit dazu. Umgerechnet auf Kilo pro Hektar
waren die No-Till-Felder durchschnittlich bei 1100 Kilo organische Substanz pro Jahr pro Hektar, die gewonnen haben, und die gepflügten Felder bei 450 Kilogramm weniger, oder was die verloren haben. Und diese Studien wurden von Penn State University und die US Agrarministerium durchgeführt und begleitet. Zu den Alternativen. Also wie wird, wir haben ja schon einiges gehört, aber wie wird Boden aufgebaut und Kohlenstoff angereichert? Da ist der Schlüssel, ist schon mehrmals heute uns von verschiedensten Redner uns gekommen, aber der Schlüssel ist wirklich die Stärkung unser Bodennahrungsnetz. Wir reden wirklich über eine unterirdische Tierhaltung. Also auf einem gut belebten Boden, also auf einem gut belebten Hektar können bis zu 10 Tonnen unterirdisch am Leben sein. Und das ist wirklich, das finde ich ganz wichtig, als gerne Landwirten, das immer wieder sich im Bewusstsein zu machen, dass man auch eine unterirdische Tierhaltung betreibt. Bei No-Till oder maximale Bodenruhe handelt es sich um ein produktives Kulturpflanzenanbausystem, wo der Boden mindestens von Ernte bis zur Pflanzung ungestört bleibt. Dadurch kann sich das Habitat Boden natürlich regenerieren und vor allen Dingen die Pilze, die bei Bodenbearbeitung sehr geschädigt sind, können sich auch sind gefördert. Genau, jetzt ein bisschen zu, wie wir das umsetzen. Wir haben ja von Jens das auf Großfläche heute Vormittag gehört, wie das im großen Stil gehen kann. Ich werde jetzt ein bisschen darauf eingehen, auf unsere relativ kleinen Gewächshausfläche, wo wir das sehr intensiv versuchen umzusetzen. Seit 2015 haben wir in unsere Folienhäuser, wir haben 3 Folienhäuser à 400 Quadratmeter, arbeiten wir ohne schwere Maschinen. Also seit 2015 kam eigentlich nur ein leichter Einachstraktor rein. Und seit 2017 haben wir den Einachstraktor ganz weggelassen und jetzt umgestellt auf nur eine oberflächliche Bearbeitung für die ersten 2 bis 3 Zentimeter, wo nötig und wo möglich gar keine oberflächliche Bearbeitung. Also wirklich maximale Bodenruhe. Und wie bei vielen Betrieben, die reduzierte Bodenbearbeitung praktizieren, da sieht man die 3 Folienhäuser, wo wir das auch umsetzen. Und wie bei vielen Betrieben, die reduzierte Bodenbearbeitung praktizieren, haben wir eine Erhöhung unserer Kohlenstoffwert in kürzer Zeit auch erfahren. In den 3 Jahren von 2014 bis 2017 haben wir Werte von 1,7 auf 5% Kohlenstoff nachweisen können. Und die dazugehörigen organischen Substanzwerte, wer für wen Kohlenstoff nicht viel sagt, ist 2,9 auf 8,5. Ein spannender Hof, der uns noch sehr inspiriert zu den Themen No-Till und Gemüsebau, heißt Singing Frog Farms. Deren No-Till-Methoden wurden auch wissenschaftlich begleitet und auch bei Proben in 30 cm konnten die erhebliche Kohlenstofferhöhungen nachweisen. Maximale Bodenruhe ist ein sehr wichtiger Teil, um unser Bodennahrungsnetz zu stärken. Und dazu gibt es aber noch so ein paar Grundprinzipien, die wir in unserer landwirtschaftlichen Praxis versuchen, immer im Fokus zu halten. Die möchte ich einfach kurz benennen. Das erste ist, wie schon benannt öfters mal, greife so wenig im Boden ein wie möglich. Das zweite ist wirklich, pflanze so viele verschiedene Pflanzenarten an wie praktikabel. Für uns bedeutet das vielfältige Gründungsmischungen, so vielfältige, so besser. Mischkultur im im normalen Anbau womöglich. Und das dient es Zweck, also diese Pflanze, so viele verschiedene Pflanzenarten an wie möglich, dient wirklich diesen Zweck, dass der oberirdische Vielfalt einen starken Einfluss auf die unterirdische Vielfalt hat. Das wird immer mehr wissenschaftlich nachweisbar, also dass
um die Mikrobiologie vielfältig zu erhöhen, dann muss auch die Nahrung vielfältig kommen. Halte den Boden so viel wie möglich bedeckt. Das kann man über dichte Pflanzabstände, also über die Kultur, über Zwischenfrüchte, Gründüngung und wo wir den Boden aufreißen müssen, sag ich mal, versuchen wir dann auch mit Transfermulch viel zu arbeiten. Halte so lange wie möglich lebendige Pflanzen im Boden. Das ist der letzte Punkt und das hat mit der Maximierung der Photosyntheseleistung letztendlich zu tun. Also umso mehr lebendige Pflanzen, desto mehr Wurzelexudate für die Mikrobiologie. Und ich möchte noch ein Beispiel für so eine Kulturwechsel im Jahreslauf ohne Bodenbearbeitung durchgehen. Und ich werde das anhand von der Tomate machen. Im Frühjahr sehen unsere Beete oft so aus, also verschiedenste Schnittsalaten, die über den Winter geerntet wurden. Das kann ein Babyleaf sein, ein Baby-Grünkohl, den Fall Postelein, Asiasalat. Die schneiden wir dann noch einmal ganz runter als letzte Ernte quasi. Dann geben wir eine flächige Kompostgabe. Wir machen ungefähr 100 Kilo Kompost auf 40 Meter. Das wäre eine relativ dünne Schicht oder 5 Schubkarren, wer das irgendwie bildlich vorstellen kann. Dann lockern wir mit der Grabegabel nur da, wo es nötig ist. Also wir gehen wirklich mit einem Spatenstich rein und gucken, wo ist die Bodenstruktur schon so weit, dass wir gar nicht tiefen lockern müssen und wo ist es noch nötig. Und wenn, dann lockern wir auch mit einer Grabegabel. Aber das ist keine wendende Bewegung, sondern nur ein Sauerstoff im Boden reinbringen. Dann mit einem Spatenstich setzen wir direkt die Tomatepflanze in den lebendigen Bestand rein. Wir geben noch eine Gabe von 50 Kilo N Schafswolle-Pellets im Pflanzloch direkt rein. Das sieht dann auf die ganze Fläche so aus, also viele Zwischenkulturen. Die Hauptkulturen sind schon drin, kann man nicht immer erkennen. Dann ein bisschen später, nach ein paar Wochen, sieht es relativ wild aus und der gelernte Gärtner kann schon anfangen, ein bisschen sich Sorgen zu machen. Aber sobald die Seitenkultur, also Schnittsalat oder in dem Fall haben wir auch Frühsätze von Kohlrabi drin gehabt, sobald die abgeerntet sind und der Schnittsalat zu Konkurrenz wird, kommen wir rein mit Grünland Grasschnittmulch und bedecken die Seitenkulturen ab, ersticken die quasi mit Mulch, so dass dann die Hauptkultur gut und begrenzt weiter wachsen kann. Das schaut dann nach ein paar Monaten so aus. Das ist jetzt bei Tomaten, bei anderen Kulturen machen wir es genauso, also Paprika, Stangenbohnen, Gurken, Auberginen. Dann, nach die Abernte von unserer Hauptkultur, schneiden wir unten am Stängel die Kultur ab, so dass wir die Pflanze raustragen können und die Wurzel bleibt im Boden. Und meistens müssen wir nur das übrige Mulch quasi in die Wege brechen, manchmal auch raustragen, wenn es nicht genug umgesetzt wurde über das Jahresverlauf. Wichtig noch, ich habe eine kleine Detail vergessen, die Bewässerung sieht man da unten, die liegt auf dem Mulch und wir können flächig den Mulch bewässern. Das ist ganz wichtig für die Umsetzung und wirklich, dass der Mulch das ganze Effekt hat, ist es wichtig, nicht mit Tropf zu arbeiten bei Mulch, sondern wirklich, wo es möglich ist, flächig bearbeiten zu können. Deswegen haben wir dann von unten können wir mit Tellerdüsen beregnen. Genau. Nach den Abtragen von den ganzen Pflanzen, die dann auf dem Kompost landen, werden die Wintersalate direkt in Beet reingesetzt und das zerwächst sich und man merkt nach ein paar Wochen nicht, dass da eine Pflanze war. Genau, das ist jetzt ein Beispiel von so einem lebendiger Übergang, eine grüne Brücke zu schaffen ohne Bodenbearbeitung. Das kann man mit vielen verschiedenen Kulturen und gerade im kleinen gärtnerischen Bereich oder im Gewächshausbereich ist da wahnsinnig viel Potenzial.
deswegen ermute ich euch gerne auch, ich bin total gerne im Austausch darüber, wenn ihr Ideen habt oder Fragen habt. Also wir haben viel experimentiert über die Jahre, aber gern noch auf mich oder Sebastian zukommen. Und wir laden euch auch herzlich ein, wer mehr über biointensive Landwirtschaft generell lernen möchte und regenerative Gemüsebau. Wir bieten auch zusammen mit unserem Kollege Urs Mauck Kurse an. Jetzt im Frühjahr sind 2 Termine, Flyer liegen am Büchertisch und dann drüben im Seminarhaus. Genau. Kurz vor dem Abendessen noch Zeit für 2-3 Fragen. Wissend, dass morgen noch viel mehr Gemüse an Bord kommt. Ja, hallo, Andrea Beste. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Hat mich sehr beeindruckt, auch die Vielfalt im System. Aber ich bin jetzt seit über 25 Jahren dabei, mich mit No-Till-Systemen zu beschäftigen. Und aktuelle internationale Vergleichsmetastudien, die 64 Vergleiche, über 64 Vergleiche international verglichen haben, gehen eigentlich nicht mehr davon aus, dass Kohlenstoff über No-Till-Systeme gespeichert werden kann, weil sich das eigentlich nur in den oberen Horizonten, in den oberen Zentimetern anreichert und dafür unten abreichert, kann man sich eigentlich auch vorstellen, weil die Sache nicht mehr gedreht wird. Ich bin mir absolut sicher, dass das System, was du hier vorgestellt hast, massiv Kohlenstoff speichert, aufgrund des Mulchübertrags, aufgrund der Vielfalt, der Durchwurzelung. Ich finde das auch ganz fantastisch so, aber ich denke, man darf den Verzicht auf den Flug nicht überbewerten. Also ich fände es total interessant. Ich weiß nicht, ob ihr eine Nullparzelle habt. Wäre vielleicht mal interessant, das genau nachzuschauen. Wo man einen riesen Unterschied machen muss bei No-Till, ist der Unterschied zwischen ökologischen und konventionellen Anwendungssystemen. Im ökologischen System führt das in der Regel sehr gerne zum Humusaufbau, weil das ganze System Humus aufbaut. Und im konventionellen System führt es sehr gerne zur Verdichtung. Das ist auch international nachgewiesen, dass dabei entstehen sehr massive Lachgasausgasungen, die 300 Mal klimawirksamer sind als CO2. Im konventionellen System wird es auch in der Regel mit einem großen Einsatz von Glyphosat praktiziert. Man muss in diesem Fall, wenn man über No-Till redet, sehr, sehr genau sagen, in welchem System man sich befindet. Weil in dem einen System kann es tolle Effekte bewirken, weil man dann den Boden in Ruhe lässt. Und da will ich auch gar nichts gegen sagen, ich finde das gut so. Und in dem anderen System kann es, vor allem aufgrund der Monokultur, die man dort eben einfach praktiziert, absolut zum Gegenteil führen und sogar klimaschädlich sein. Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Steht nicht im Widerspruch zu dem tollen Projekt, was du Ja, der Kontext ist da extrem wichtig. Also genau, in 15 Minuten kriegt man nicht alles unter, aber das ist ein super Punkt, weil der Gefahr ist natürlich im konventionellen Ackerbau, dass dann eben Verdichtung mehr Herbizide und Fungizide eingesetzt werden. Also es ist durchaus wichtig, in den Kontext zu gucken, wo es eingesetzt wird. Und eben was diese andere... Also deswegen rede ich nicht nur von Bodenruhe, sondern diese anderen Komponenten, die genauso wichtig sind, wie halte eine lebendige Wurzel im Boden oder die Vielfalt. Ne? Das muss sich ergänzen. Ja, danke. Ja, Maya, danke. Ich wollte fragen, wann ihr das erste Mal das mit dem Tomatenabschneiden gemacht habt, weil ich habe das dieses Jahr auch ausprobiert und habe einfach noch keine Erfahrung und wollte fragen, ob ihr schon 2-3 Jahre da dran seid. Eigentlich seit 5 Jahren, also seit Anfang an haben wir das angefangen und es kommt sehr auf die Folgekultur drauf an natürlich, aber genau, unsere Erfahrung ist, dass es relativ schnell auch verarbeitet wird und nicht so, also nicht extrem problematisch ist, also für die Folgekultur.
Es gibt gerade bei Auberginen, die holziger werden, haben die schon mal, rechnen wir die manchmal auch dann irgendwann raus, weil die dann doch grobe Kohlenstoff einfach Überbleibsel sind. Ja. Ja, von mir auch erstmal danke. Ich habe einfach dieses Bild vor Augen, wie die Erde in den Gewächshäusern aussah und wie daneben. Und inwieweit das nun in die Tiefe geht oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen. Aber der Zustand des Bodens, den fand ich erstmal sehr, also für mich sehr überzeugend. Und für mich ist jetzt weniger eine Frage, sondern eher eine Bitte. Du hast zwischendurch jetzt bei deinem Vortrag immer gesagt, so zum Beispiel, schneidet das unten ab. Also du hast bestimmte Regeln aufgestellt, die ihr habt. Und ich fände es ziemlich hilfreich, wenn du das, was ihr als hilfreich erkannt habt, also diese kleinen Leitsätze, wenn du die einfach mal aufschreibst, dass man irgendwie gucken kann, aha, daran könnte ich mich orientieren. Mhm. Also dass du das, was du jetzt in deinem Vortrag gemacht hast, nochmal auf so ein paar Sachen, die für euch hilfreich waren, verdichtest, das finde ich, hätte ich gerne. Mhm. Ja. Gut, in Anbetracht der Zeit und des Hungers würde ich sagen, erstmal vielen Dank, Maya. Ja.